das passiert, also wenn ich dem direkt gegenüber trete. Oh Gott. Muss ich jetzt alles nochmal von vorne machen? Nee, oder? Ich bin jetzt in Zelle 1. Ah, ich bin jetzt wieder direkt bei... Ach so, ich komme dann in die Zellen rein. Niemand. Okay, wir gehen wieder hier an ihm vorbei, sodass er uns nicht bemerkt. Uah! Du spinnst wohl. Ich hab jetzt so auf Röcheldieter geguckt, dass ich die Hand wirklich nur kaum gesehen habe. Das ist vielleicht besser für mich, sonst wäre ich jetzt hier wieder an die Decke gesprungen. Auch niemand. Ah, okay, hier in die Zelle kann ich also nicht gucken. Oh, guck mal, wie groß der ist. Oder sieht das nur so aus, weil ich jetzt im Vordergrund stehe? Ich will aber in die Zelle gucken. Das probieren wir jetzt. Das probieren wir jetzt. Oh, nein, das klappt nicht. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Ich will in die Zelle reingucken. Da ist bestimmt was ganz Schönes drin. Irgendwas, was mich beruhigt. Kaninchen oder eine Blumenwiese oder ich weiß nicht. So, wo ist denn jetzt der erste, die da unten? Okay. Kommt jetzt die Hand wieder? Nein. Kam die da? Kommt sie? Nein. Okay, ich muss jetzt wieder hier runter, aber ich will doch in die Zelle reingucken. Was? Was war das denn jetzt? Der ist in der Mitte gelaufen. Wie kann ich denn dann an dem vorbei? Vielleicht muss ich einfach nur noch rennen. Herbert, lauf! Einfach nur noch laufen. Uah! Nein! Okay, laufen dürfen wir auch nicht. Das erweckt ihre Aufmerksamkeit. Also müssen wir ganz langsam an ihnen vorbei und nicht ihren Weg kreuzen. Wir gehen jetzt wieder oben lang. Und gucken, ist Dieter unten? Du läufst unten lang, ne? Dann bleiben wir oben. Ganz langsam. Unauffällig. So ist gut. So, und der Riesen-Dieter, wo läuft der? Läuft der quer? Der läuft quer. Ganz unten lang. Ich will in die Zelle gucken. Wo läuft der lang? Der kommt hier mal näher. Das ist nicht gut. Dreh dich um. Also es tut mir leid, aber wir können unter diesen Umständen nicht in die Zelle reingucken. Wir müssen weiterlaufen. Wir müssen einfach weiter. Wir müssen hier raus. Wow. Wow, guck mal, was da auf dem Tablett liegt. Eine blutige Hand mit Knochensplittern noch dran. Ihi. Hier esse ich nichts. Ich mache Diät ab heute. Obwohl, Dieter ist schon recht dünn. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber was bleibt ihm übrig? Das hier essen wir nicht. Oh mein Gott, guckt euch mal den... Ich hoffe, das kann man bei YouTube sehen. Aber... Hier ist ein Schweinekopf mit einem Hackebeil drin und hier ist ein... Ich vermute, es ist auch ein Schweinekopf, aber die Haut ist komplett abgezogen. Oh Gott, ist das krank. Ist das krank. Es ist einfach nur krank und hier ist alles voller Blut. Und jemand weint. Nicht weinen. Oh, mir stehen die Haare zu Berge. Und ich frage mich, was uns jetzt noch alles erwartet. Aber ich glaube, es sind jetzt noch mehr Röcheldieters, die da kommen. Hallo, Dieter. Wo soll ich denn lang gehen am besten? Hier ganz unten, hä? Alles gut, Dieter. Ich tu dir nichts. Nichts drin. Okay. Nein, ich bin gar nicht da, Dieter. Lauf nur weiter deinen Weg. Alles ist gut. Nichts drin. Alles ist gut, Dieter. Aber der nächste kommt auch noch. Und wo ist der? Ich laufe ganz langsam. Der ist oben, unten. Also laufen wir oben lang. Ist hier was drin?
Nein, die sehen alle gleich aus. Nein! Nein! Der kam einfach nach oben gelaufen. Wie unfair. Wo wachen wir denn jetzt auf? In welcher Zelle? Immer in Zelle 1. Immer die aufgeräumte Zelle. Okay. Oh, ich bin voll durchs Glas gelaufen. Ein Dieter verletzt sich nicht am Glas. Wie unfair ist das denn? Okay, also wir müssen auch aufpassen, wo wir hintreten. Das habe ich eben gar nicht gesehen. So, und den anderen Dieter müssen wir jetzt noch mal ein bisschen beobachten, wie der läuft. Sind die groß? Okay, der ist jetzt oben. Jetzt geht er runter. Und jetzt läuft er da. Jetzt geht er bestimmt wieder hoch. Genau. Okay, jetzt laufen wir hier lang. Ganz leise. Ganz langsam. Und irgendwas liegt da unten komisches auf dem Boden. Und ich hoffe, es ist nur eine Jacke. So, ab in die Security. Oh, schon wieder weiter runter. Oh, guckt euch mal an, wie viel Blut hier hinten ist. So langsam, aber sicher haben wir doch ein paar Liter voll. Wo kommt denn das alles her? Was denkt ihr denn, was hier passiert ist? Dass hier so viel Blut an der Wand ist. Blutige Handabdrücke. Das kann ja nur das ganze... Die ganze Anstalt kann ja nur geflohen sein vor irgendwas. Und hat's aber wohl nicht geschafft. Sie haben's nicht geschafft. So, kommen jetzt neue Dieters oder haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe? Oder kommt jetzt was Schlimmeres als Dieter? Zelle 4. Ach du Heilige. Da ist wer geplatzt. Wie es scheint. Ich möchte schon gar nicht mehr reden. Ich will hören, ob von hinten... Wach auf. Wach auf, Herbert, wach auf. Herbert, aufwachen. Die Duschen. Uah, die Duschen sind nie gut. Genauso wie die Toiletten. Die sind immer doof bei Horrorspielen. Wir gehen erstmal hier durch. Okay, hier ist nur die eine Tür. Gucken wir mal hier lang. Ach du heiliges Kanonenrohr. Oh, und da unten liegt ein Arm und eine Hand und überall abgetrennte Körperteile. Oh Gott, oh Gott. Also hier sind wohl ein paar Leute geplatzt. Einfach puff. Und weg, Igitt. Herbert, du sollst aufwachen, hast du nicht gehört? Du musst aufwachen, Herbert. Hast du gehört? Sie ruft dich, Herbert. Sie benutzt zwar einen anderen Namen. Oh. Ach du Scheiße. Oh, du Scheiße. Oh mein Gott, Herbert, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie krank ist dein Kopf? Und Dieter, kannst du mal ein bisschen schneller laufen? Ich muss hier vorbei. Lauf schnell, Herbert. Dieter kommt, um dich zu holen. Oh. Aus dem Fenster raus. Oh, die röcheln und stöhnen hier nur vor sich hin. Das ist nicht mehr lustig. Komm ich hier oben denn vor? Nee, komm ich nicht. Ich muss warten, bis der da ist, damit ich weiß, wie er läuft. Ich muss da unten vorbei. Mich da hochstellen und warten, bis er wieder weggeht. Aber der Herr von und zu, Dieter, braucht ja so lange, weil er seine kaputten Füße hinter sich herschleifen muss. Ich glaube, den hat man auch das Gehirn rausgenommen bei der Narbe da oben. Ekelhafte Sache. Ekelhafte Sache. So, wenn der jetzt aber nicht an mir vorbeigeht, dann kann ich ihm ja nur hinterherlaufen. Das checken wir jetzt mal, wenn er wiederkommt.
aber jetzt ein Stück an mir vorbeigeht, damit ich vor ihm herlaufen kann. Rennen darf ich nicht. Ich darf nicht rennen, sonst kommt er sofort. Ich darf nicht rennen. Okay, ich muss hinter ihm hergehen. Aber wie weit muss der Abstand sein? Ach, hier kann ich nochmal... Ach, hier kann ich dazwischen gehen. Okay. Dann gehen wir hier dazwischen und warten, bis er wieder weg ist. Da muss man auch die armen Hirn- und Augenlosen verarschen. Das ist doch auch nicht nett. So, ganz ruhig, Herbert. Nicht rennen, sonst kommt er sofort. Er kommt sonst sofort. Das auch hört... Wahrscheinlich jemand versucht, aus dem Fenster abzuhauen. Und ist im Fenster geplatzt. Weil anders kann ich mir die Menge Blut nicht vorstellen, als das einfach geplatzt ist. Ach du... Ja, genau. Das meine ich. Guckt euch die Ecke an. Der kann doch nicht einfach nur die... Also das... Der ganze Boden ist voller Blut. Also entweder hat hier jemand fröhlich frei Kunst mit roter Farbe betrieben. Weißt du, stellt sich in den Raum, hat einen Eimer voller Farbe, kann auch ein Eimer voller Blut sein und denkt sich, hey, ich halte den Eimer in die Höhe und drehe mich einmal ganz schnell. Mehr anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Meine Stimme kriegt schon wieder den leicht hysterischen hohen Klang. Daran kann man immer merken, wenn ich leicht hysterisch werde, wenn meine Stimme höher wird. Oh, Herbert, was machst du denn hier nur? Warum bist du denn hier? Oh! Wer klopft denn da gegen die Tür? Und niemand ist da, wenn ich reinschaue. Schon wieder Block A Security. Muss ich jetzt noch weiter... Nee, ich kann nicht runter, okay? Okay, das ist gut. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe es wirklich. Ich will hier echt raus, Leute. Ich möchte gern zurück zu den Puppen. Ich fand die Puppen total nett. Die Puppen waren echt meine Freunde, aber das hier ist nicht witzig. Alles ist eine. Alles ist... Everything is a... Eine was? Eine was? Hier steht's nicht eine was denn? Alles ist eine was? Nein, Dieter, du siehst mich nicht. Du siehst... Nein! Ich bin durchs Glas gelaufen. Ich hab's nicht gesehen. Ich habe nur die Tür, also den Ausgang im Auge gehabt. Okay, Konzentration jetzt. Alles ist eine. Ich möchte gerne wissen, was. Eine was. Okay, da unten ist das Glas. Ich muss wahrscheinlich ganz runter. Nein. Du wirst doch jetzt nicht nur... Du bist doch eben viel weiter gelaufen. Okay. Lauf! Nein! Oh mein Gott! Gabby, what's going on? I've told you repeatedly to address me as Dr. Smith. But you're my sister. I'm afraid you're mistaken. You're in a lunatic asylum and have been for quite some time. Why am I here? Why do you think you're here? I don't know. We've reached the end of our session. Please see yourself out. Du bist aber nett, Zicke. Sprechstunde ist jetzt zu Ende. Bitte gehen Sie jetzt. Und guck mal, Herbert hat immer noch seinen Schlafanzug an und ist barfuß. Wer geht denn barfuß zur Sprechstunde? Und du bist ja mal ein arroganter Fatzke. Ist dir eigentlich bewusst, Dr. Smith, dass deine Tapete aus Totenköpfen besteht? Und du hast komische Katzenziegenaugen. Ziegenkatzenaugen. Ja, na toll. Wo arbeitest du denn, Mensch? Kann ich hier nochmal rein?
Okay, die sitzt immer noch da. Warte, warte, warte. Ich muss dir mal was sagen.